Paul Schwarz und Hanna Held müssen jetzt gleich mehrere schwere Straftaten verhindern. 27.26 von Egon. 12.26 hört. Adenauerstraße 17 bei der Pizzeria. Frau Wasserfuhr meldet KV-Nötigung. Sonderrechte frei. Ja, verstanden. 12.26 ist unterwegs. Laut Anruferin erwartet die Kommissare ein Körperverletzungsdelikt. Doch als sie am Tatort ankommen, entdecken sie einen jungen Mann, der offenbar eine Brandstiftung begehen will. Oh, pass auf, der hat Feuer, ne? Ich bleib weiter weg. Ja, ja. Ganz ruhig, hallo. Ganz ruhig. Kommt sie nur extra nah, ich pack sie gut ab. Lass ganz das sein, leg das Ding hin. Legen Sie das Ding ist hin. Ist mir egal. Was soll denn der Scheiß, warum? Ich liebe Sie, ich kann Sie nicht nehmen, ich liebe Sie immer noch. Kommen Sie mal bitte ich pack die Scheiße hier. Ab. Das wird doch nicht besser davon, legen Sie das Ding runter. Ist mir scheißegal. Sie gehen Sie mal bitte weiter weg, ja. Bleib wieder, was ich liebe. Ich wollte auch nicht, dass wir zu dicht an ihn rangehen, weil er eben diese brennende Fackel ja schon in der Hand hatte. Und mein Plan war eigentlich, ihn mit Worten zu beruhigen und dass er dann die Fackel ausmacht. Tatjana, komm! Hey, raus! Scheiß! Weg! Weg! Versuch ihn zu beruhigen! Wenn wir alle sterben! Das hat keinen Sinn! Gehen Sie weg! Hallo! Fackel das Ding an! Leg das Ding hin, komm! Mir egal! Scheiße, mach das nicht! Komm raus, du Kopf! Hey, was wollt ihr? Egon, 25! Fackel euch mit, aber! Geh jetzt weg hier los! Weg hier, Alter! Was soll das denn? Geh weg! Dafür, dass wir hier zu einer Sachbeschädigung gerufen worden sind und zu einer Körperverletzung, hat sich der Einsatz für uns ziemlich dramatisch gewendet. Und wir mussten auch so agieren, was wir eigentlich nicht erwartet hätten. Kollege, jetzt aber! Lass Fackel fallen! Lass die Sachen fallen! Lass die Fackel fallen! Ihr geht alle mit drauf! Mein Opa, ich kann die Müll jetzt raus! Egon, komm! Hau mich raus! Hau mich raus! Hau mich raus! Als das Fahrzeug dann gebrannt hat, war für uns erstmal wichtig, dass der Personenkreis, auch wenn es für uns alles Beschuldigte sind in dem Falle, sich von dem Auto entfernt. Aber dadurch, dass die beiden Herren auf den Herrn Hofmann eingeprügelt haben, mussten wir natürlich erstmal die Situation lösen und die beiden Beschuldigten von den Herrn Hofmann reißen. Runter! Ich hau ab, du! Okay, Waffe! Leg dich hin! Leg dich hin! Ihre Hände! Scheiß mach ich! Andere! Komm mal, alle Stück vor, alle Stück vor. Bei der Festnahme finden die Beamten heraus, dass der Brandstifter zuvor gegen einen anderen jungen Mann handgreiflich wurde. Der ist derzeit noch unbekannt. Wieso sich die beiden Schläge eingemischt haben, ist zunächst ungewiss. Klar ist, dass sie aus Rache handeln. Lass sie los, mit dir mach ich, das mach ich selber. Ich mach dich auch fertig. Warte nur, bis ich hier rauskomme. Ey, scheiß Bull, die sollte dich beschützen. Wir gehen aus dem Maul hauen. Ganz ruhig. Ey, Kollege. Ganz ruhig. Wenn meine Familie jemand antut, das kann ich immer nur selber. Du kannst gar nichts mehr da. Ganz ruhig. Ich halt dir die Fresse, du Wichser. Warte, bis ich hier rauskomme. Ich mach dich Paul, fertig. Paul, was ist hier? Ich fuck euch alle ab. Ist mir scheißegal, ich hab nichts mehr zu verlieren. Oh, nee. Ey, Perle, lass mich los. Okay. Du sollst liegen bleiben! Sei der Scheiß! Die Kollegin und ich waren sehr froh, dass die Verstärkung so schnell eingetroffen ist, weil wir uns ja danach unmittelbar um den tatsächlichen Brandstifter kümmern mussten. Auch die Feuerwehr gelangt schließlich zum Einsatzort und kümmert sich um das brennende Fahrzeug. Währenddessen befragen die Polizisten einen der Schläger. Der entpuppt sich als Vater des jungen Mannes, der zuvor vom Brandstifter verprügelt wurde. Mein Junge hat mich angerufen. Was für ein Scheiß? Der beschützen könnte den ja nicht, ne? Okay. Was soll denn der Kram? Den Jungs dann losgeben, der Knarre. Kollege, in meinem Revier mach ich das selber, ne? Einer der Beschuldigten hatte eine Waffe in seinem Gürtel, was ich bei der Festnahme festgestellt habe. Und für uns sah die täuschend echt aus. Es stellte sich aber raus, dass es eine Schreckschusswaffe ist. Was für uns aber
in einem Einsatz, wo es auch mit Schnelligkeit zugeht, überhaupt nicht nachvollziehbar ist und die Person bringt sich in Gefahr, zwingt uns noch zu einer Maßnahme, die wir nicht durchführen wollen, also zu einer Schussfreigabe. Die Feuerwehrmänner bekommen den Brand schnell unter Kontrolle. Kommissarin Held will nun den Gegner des vorangegangenen Streits ermitteln und verschafft sich einen Überblick über die Lage. Gesichtsverletzung. Der ist auch verletzt. Ich spreche mal mit dem Notarzt. Ja, okay. Die Kräfte, die zuerst an dem Einsatzort eintreffen, übernehmen die Einsatzleitung. In diesem Fall war das die Kollegin Hanna. Die hat dann die eintreffenden Rettungskräfte und Feuerwehrleute eingewiesen. Das ist notwendig, damit die Abläufe koordiniert ablaufen und wir unsere Arbeit in Ruhe machen können. Am Rande des Tatorts entdecken die Einsatzkräfte den gesuchten Kontrahenten des Brandstifters. An seiner Seite ist seine Freundin. Um die ging es wohl auch in dem Streit der jungen Männer. Hanna, tiefer Atem denn erst. Also erst der Heinz Decker, das ist der Vater von dem neuen Freund, so ja, wie wir es mitgekriegt haben. Und Sie sind? Ich bin Dagmar Wasserfuhr. Sie waren die Melderin. Richtig, ich habe mich ja bei Ihnen gemeldet. Okay, und Sie arbeiten hier? Ja, genau, die Pizzeria ist Kollege. Okay. Ist die Freundin von dem, der... Hol dich aus dem Krankenhaus, danach komme ich! Sie halten sich mal bitte geschlossen. Okay. Ah? Alles klar, danke. Warte mal, bis ich streich, wollte ich hier weg. Das ist halt, was du brauchst. Also, der Marco, das ist ja mein Ex-Freund. Der jetzt die Randale gemacht hat, ne? Der jetzt auf dem Auto liegt. Das ist mein Ex-Mann. Ja, ja. Und der im Wagen liegt, das ist ihr jetziger. Ja, das und die beiden haben sich miteinander bekannt gemacht. Also, wir waren früher mal befreundet, aber jetzt anscheinend nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Die meisten Einsätze, die wir fahren, haben was mit Liebe, Eifersucht und Scheidung zu tun. Es ist leider Gottes so, dass am Ende die Gefühle und Geld die meisten Gründe sind, um Streit auszulösen. Also wir machen das jetzt erstmal so, dass Ihr Freund da ärztlich versorgt wird. Sie kriegen eine Anzeige wegen Körperverletzung. Nicht zueinander. Die kriegen Sie von mir, weil Sie haben mich getreten schon mal. Tito. Okay. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, was mit den anderen hast. Hast du den Hut gegeben? Ja, aber warum rastest du aus? Wieso, wann raste ich aus? Den Typ hat dich angepackt. Egal, doch. Wer meine Ollo, meine Familie anpackt, ich doch Fresse, alles Familiengesetz. Ja, aber siehst du, was du jetzt angerichtet hast? Im Endeffekt, siehst du ja, was du jetzt angerichtet hast? Der Kilian Decker hat seinen Vater angerufen, nachdem er diese Auseinandersetzung mit dem Herrn Hofmann hatte. Und hat den Vater mitgeteilt, dass es zu einer Prügelei kam. Und der Vater hat sich dann in der Pflicht gesehen, seinen Sohn zu verteidigen und hat dann mit seinem Freund den Weg hierher angetreten, um sich auf deutsche Art, so wie er uns sagte, zu rächen. Das ist für uns Selbstjustiz und das ist absolut nicht annehmbar. Nachdem die Verletzten erst versorgt sind und der Brand gelöscht wurde, scheint sich die Situation zu beruhigen. Dennoch bleiben die Beamten weiter aufmerksam und das zu Recht. Wollen Sie sich ärztlich versorgen lassen noch? Ja, wäre vielleicht besser. Okay. Ja. Ja. Können die ins andere Krankenhaus fahren oder wollen wir dann noch mal mit? Weiß ich, ins Krankenhaus? Ja, klar, würde ich sagen. Ja. Notaufnahme erstmal. Alle Fälle. Hey! Du Arschloch, ja! Das ist denn, boah, Alter, einmal wieder zurück. Ey, lass mich los, du Wichser! Papa, bleib ruhig, Papa. Besser ist. Boah. Also, wir können das wissen, wir können es auch ganz anders machen. Sie können auch mit aufs Revier kommen und dann können Sie da erstmal eine Nacht übernachten. Dem aggressiven Vater steht nicht nur eine Nacht in Polizeigewahrsam bevor. Ihm droht wegen seiner Vergehen eine saftige Strafe. Und eine Standpauke seines eigenen Sohnes. Beim nächsten Mal versuch es erstmal wörtlich. Man muss nicht gleich Gewalt anwenden. Bleib erstmal ruhig und frag mich am besten erstmal. Du kennst ja, warum ich hier im Revier ist. Ja, aber sehen, wir regeln das dann unter uns, aber wir können das auch vernünftig in Ruhe regeln. Ach, Junge, du weißt doch, wie das bei mir ist. Also ja, dann. Ich bin ja halt so. Schlimmste ist, du hast ja recht. Ja, dann am besten auch nichts trinken. Dann ja, komm. Ist besser, wirklich. Beim nächsten Mal trink einfach nichts oder weniger. Man weiß, wir wissen ja, wie du dann drauf bist. Die paar Bierchen, die ich getrunken habe. Ja, du reagierst dann aber immer über. Ja, also das will ich nur mal. Schiebst du jetzt meine Familie Vater oder was? Jetzt, der hat auch eine Schusswaffe mit. Und wenn man die einsetzt. Wir hatten keine Schreckschussdinger. Ja, ein Schreckschuss. Das können wir, das kann man nicht von Weitem sehen. Weil er die. Vielleicht gibt er mir ja nicht. Vielleicht war das doch ein Fehler, dass man findet. Ich glaube auch. Folgende Straftaten wurden von uns ermittelt: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung des Fahrzeuges, Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, weil Mitführen der Schlagstöcke, gegebenenfalls noch die Schreckschusswaffe, inwieweit das
eine Straftat nahegelegt werden kann, muss die Staatsanwaltschaft feststellen. Okay, dann haben wir das. Sie fahren ins Krankenhaus, wir schreiben die Anzeigen und genau, das mit Ihrem Vater, das klären wir noch und ja. Der Brandstifter muss sich wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Doch zumindest begreift er nun, dass er seine Ex-Freundin nicht mehr zurückgewinnt und will sich in Therapie begeben. Auch der jungen Frau und ihrem neuen Partner raten die Beamten, sich psychologische Hilfe zu suchen, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.